Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und auch Salvete Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Total War Pharaoh. 50 Runden durfte ich anspielen für euch und wir gucken heute in die Ramses-Kampagne rein, hier jetzt als Echnaton der Ketzer. Es ist tatsächlich noch so ein bisschen der Nachteil, dass, obwohl wir jetzt diesen schönen Vorteil hier haben und unsere eigene Religion gegründet haben, dass das offenbar jetzt momentan gar nicht mehr so eine wichtige Bedeutung zu spielen scheint. Es wäre schöner, wenn man das noch ein bisschen stärker sehen würde. Und unser nächster Gegner, der wartet auch schon auf uns. Die Frage war für mich nur so ein bisschen, ob wir uns hier noch eine Erholungsphase, eine kleine Pause gönnen. Ich glaube, das machen wir auch. Und wir gucken in die nächste Runde rein, werden aber auch gleich wieder zuschlagen können. Der Buto, der will es nochmal probieren. Er hat noch ein bisschen was übrig. Ich glaube, das ist aber nicht wirklich eine Gefahr für uns. Vielleicht stellen wir hier einfach nur einen General rein und rekrutieren nochmal ein paar Einheiten. Wir haben unsere Ambition erfüllt und haben zusätzliches Holz bekommen, weil wir die Provinz von Ashkelon jetzt mittlerweile vollständig kontrollieren. Auch unser nächster potenzieller Kriegsgegner, der ist gar nicht so wahnsinnig stark. Der hat nicht viele Truppen. Ich würde mal behaupten, wir sind momentan die mächtigste Fraktion hier im Spiel. Leider können wir mit Ramses noch nicht so zu dieser... Obwohl, vielleicht geht das hier sogar tatsächlich, dass wir hier angreifen und dann hier unten attackieren in Kema. Und wir schauen uns das einmal an. Naja, also wir könnten, glaube ich, vielleicht tatsächlich hier noch eine kleine Verstärkung bei der Garnison gebrauchen. Ist vielleicht gar nicht so schlecht. Lassen wir das aber mal ganz kurz außen vor und schauen wir noch einmal kurz auf unsere neu eroberte Provinz hier oben. Wir haben hier unsere Generäle, die zuverlässigerweise hier im Einsatz sind. Das ist unsere kleine Wirtschaftsbasis, die wir hier weiter ausbauen können. Die Frage ist, ob wir hier oben gegen die nächste Fraktion vorgehen. Er hat nämlich tatsächlich hier unten bei uns ein paar Truppen stehen. Und ihr wisst ja, so eine Gelegenheit lasse ich mir doch in den seltensten Fällen entgehen. Sondern wenn man die Möglichkeit hat, den Gegner direkt vor der eigenen Haustür zu vernichten, dann nehme ich das meistens ganz gerne mit. Wir müssen aber mal so ein bisschen schauen. Unsere Hofaktionen sind bereit und die erste Hofaktion, die wir uns hier jetzt holen, denn wir wollen ja gerne in unserem Plot weiterkommen, ist, wir holen uns die Connections, die Unterstützung. Jetzt haben wir vier Aktionen übrig. Also wir haben drei Aktionen jetzt bekommen. Bedrohen machen wir noch. Wir haben ja einen aktiven Plot, das ist korrekt. Den nehmen wir jetzt einmal noch. Na? Komm schon. Achso, wir brauchen 30 Regard. Ja. Gossip und Gossip. Und dann können wir das jetzt noch einmal hier machen. Nächste Runde machen wir es direkt dann nochmal. Und hier können wir auch noch einmal gossipen. Denn ich will natürlich vom Vizekönig von Kush auch noch ein bisschen was haben. Ja, jetzt haben wir unsere fünf Hofaktionen aufgebraucht, aber wir haben noch ein bisschen was übrig. Wir könnten auch Hohepriester des Amun werden. Wir sehen übrigens auch hier die Boni, die man hierfür bekommt. Günstigere Kosten für Schreine und Tempel. Und wenn wir die heiligen ägyptischen Lande besuchen mit unserem Hohenpriester, dann bekommen wir Geld. Jetzt ist es aber so, das ist für Ramses tatsächlich nicht wirklich günstig. Denn der Ramses ist ein General und der muss kämpfen. Es ist noch so ein bisschen der Nachteil, dass unser Seitenanführer hier dazu genötigt werden würde, sich an diesen oder diese Aktion durchzuführen. Das ist etwas, das gefällt mir noch nicht so gut. Müssen wir mal gucken. Wir werden das noch sehen. So, Rakutis, du hast so gut wie nichts mehr. Der Meneptah, der würde uns doch bestimmt was geben, wenn wir dir den Krieg erklären. Oder, der findet das nämlich richtig cool. Der Meneptah, der hat doch noch bestimmt irgendwo ein paar Rohstoffe. Wie viel Holz hast du noch, Meneptah? 60. Okay, weißt du was? Die nehme ich sogar. Und dann nehme ich noch ein bisschen Nahrung von dir. Jetzt nicht, dass ich es dringend bräuchte, aber er hat ja sonst nichts. Oh Gott, wir kriegen eigentlich so gut wie gar nichts dafür. Und angeblich hat er so viel Nahrung.
Das gefällt mir noch nicht so gut, aber 60 Holz ist besser als nichts. Und wir haben einen neuen Kriegsgegner. Heidewitz. So, und das erste, was wir machen, ist, wir nehmen den Ramses. Und der Ramses wird hier oben versuchen, diese Stadt zu belagern. Und das geht sogar. Brauchen wir ein paar Belagerungsgeräte. Wir machen direkt weiter. Kimma ist die nächste Siedlung, die wir uns angucken. Hat er. Es sieht nicht so aus, als ob er ein Verteidigungsgebäude hier hätte. Das können wir, glaube ich, so direkt mitnehmen. Das ist eine relativ kleine Siedlung. Und wir haben wieder Heiliges Land erobert. Da unten ist seine Armee. 4 Einheiten sind es. Ist ja jetzt nicht allzu viel. Brauchen wir jetzt, glaube ich, nicht so große Angst vorzuhaben. Wir haben auch hier nochmal so einen Handelsposten. Das ist auch ganz gut zu sehen. Und wir haben auch hier übrigens die rote Pyramide als besonderes Merkmal. Das ist hier unten. Das würde wahrscheinlich gleich beschädigen. Aber wir können das Ding nochmal, wir können das Ding dann reparieren. Werden wir wahrscheinlich machen müssen. Und dann werden wir uns da auch noch den einen oder anderen Vorteil von abholen. Gut, das war jetzt also mal unsere erste Maßnahme hier. Hier drüben holen wir uns einen neuen General, der uns mit Präsenz nochmal günstigere Truppen bringt. Zumindest die Truppen, die er halt eben hier besitzt. Und bau doch mal oder rekrutiere nochmal hier 2 dieser Keulenmiliz. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Anfang. Unsere nächste Aktion wird hier oben passieren. Und du musst mir jetzt nur mal sagen, ob hier der Sechem, ob der irgendwelche wichtigen Bündnisse hat. Das sieht momentan nicht so aus. Er spuckt ganz schön große Töne. Ich glaube, wir machen ihn einfach dann einen Kopf kürzer. Das scheint mir hier eine sinnvolle Reaktion zu sein. Ja, du musst ungefähr mal hier hin. Und du gehst ungefähr mal hier hin. Und dann werden wir diese Armee mal schnell aufreiben. Zusätzliche Einheitenverstärkung nehmen wir hier mit. Und werden dir nochmal zusätzliche Fähigkeiten geben. Haben wir irgendwelche Gegenstände mitgenommen? Ein Schild? Cool, machen wir sofort. Richtig gut. Dann kannst du dir hier nochmal einen günstigeren Armeeunterhalt holen. Und hier oben kannst du dir noch ein bisschen mehr Bewegungsreichweite holen. Und dann sagen wir das mal ganz kurz. 2 Runden. Vielleicht schauen wir mal noch mit unserem General, was wir hier machen. Das ist derjenige, der jetzt die Axtkämpfer dabei hat. Aber die Armee sieht eigentlich auch ganz gut in Schuss aus. Das sind 120 Einheiten, meine ich, wenn ich mich nicht irre. Was wäre denn? Pass mal auf. Dir gebe ich den Bonus hier. Und dann belagerst du mal hier dieses Fort. Das müsste der auch so schaffen tatsächlich. Und dann schnappst du dir mal den Gewaltmarsch. Und dann wirst du Amon mal schnell einnehmen. Da ist dann nämlich nicht mehr viel drin. Wenn wir nämlich das Fort bereits kontrollieren, ist das hier eine einfache Sache. Steamrolling nennt man das. Das funktioniert hier aber tatsächlich sehr gut. Oh, wir haben neue Götter. Und leider können wir jetzt als Echnaton diese Götter nicht mehr so wirklich anpassen. Aber wir gucken sie uns trotzdem noch an. Moloch, Nahkampfangriff und Nahkampfschans ist sehr schön. Zusätzliche Arbeitskraft und Erfahrung aus Schlachten. Also das ist eigentlich eine sehr gute Kombination in Zusammenhang mit Ptah. Denn dann würden diese Tempel nicht nur Zufriedenheit und Gold bringen, sondern man würde auch noch Arbeitskraft bekommen, zusätzliche Erfahrung und zusätzlichen Nahkampfangriff. Baal haben wir noch als neuen Gott bekommen, zusätzliche Nahkampfverteidigung und Einheitenverstärkung. Das ist natürlich auch stark. Verstärkungsrate, wenn wir beten, 42%, das ist unfassbar viel. Also man wird seine Armeen sehr schnell wieder auffüllen. Ich werde mal so viel nur verraten, oder was heißt verraten, ich habe ihn ja noch nicht gespielt, aber ich freue mich gar nicht so drauf, dem Irsu über den Weg zu laufen, denn der wird ganz schön übel sein. In Amun können wir Einheiten rekrutieren. Ja, und zwar
Muss mir mal ganz kurz zeigen, wo hat er denn noch was? Er scheint ja nur noch hier Shechem zu haben. Ever dutiful. Da müssen wir durch die Wüste schleichen. Okay, das wird ein Spaß. Aber rekrutiert doch nochmal zwei Äxte. Zweihand-Äxte, starke Nahkampfeinheit. Ist tatsächlich nicht so schlecht. Und wir haben jetzt einen Haufen Gehölz. Das ist auch super. Was machen wir mit unserem Gehölz? Wir bauen vielleicht noch die ein oder andere Armee zusammen und bauen noch ein bisschen mehr Gebäude, die uns zusätzliche Nahrung einbringen. Und wir haben noch ungefähr 11, 12 Runden so. Ungefähr. Hier können wir noch nichts bauen. Aber hier drüben sind wir doch fertig in Pell. Und wir sollten mal darauf achten, dass wir jetzt hier nicht mehr zu rasch nach vorne stiefeln. Aber die Zufriedenheit durch die Tempel, die nehmen wir natürlich gerne mit. Und das zusätzliche Holz, das will ich natürlich auch gerne hier mitnehmen. Müssen wir nochmal ganz kurz gucken. Also hier drüben gibt es die Möglichkeit, zusätzliches Holz zu bekommen in Pell. Hier gibt es Nahrung. Und hier gibt es hier noch einen Holzbonus. Immerhin gibt es hier noch so ein Schmuggler-Ding. Ein Schmugglermarkt. Das hatte ich mir aber noch für eine andere Stadt ausgeguckt. Das müsste hier gewesen sein. Da haben wir die Schmugglermärkte. Das müsste dann hier gewesen sein in Peramun. Das wollen wir bauen hier, die Farm, weil die nämlich auch noch einen Zuwachs an Arbeitskraft bringt. Und dann darfst du mir in Pell das Provinzgebäude verbessern, damit du hier noch ein bisschen mehr Holz produzieren kannst. Soweit so toll. Brauchen wir noch einen General? Auf jeden Fall brauchen wir noch einen General. Und was wir hier vor allen Dingen brauchen, sehe ich jetzt gerade. Das ist halt hier schade, dass wir das noch nicht kriegen. Das wäre ein Gebäude, dass wir weniger Wüstenverschleiß bekommen. Hast du denn ansonsten eine Gefolgschaft dabei, die den Wüstenverschleiß reduzieren kann? Das gibt es nämlich auch. Da muss man immer ein bisschen schauen, aber das ist hier nicht der Fall. Okay, gut. Ja, dann ist das jetzt momentan so. Kommen wir nicht ganz dran vorbei. Dieses Gebäude erzeugt mehr Bronze. Kostet auch nicht so wahnsinnig viel. Sollten wir uns zu Gemüte führen. Das machen wir nicht. Wir machen das. Wir brauchen ein bisschen. Wir nehmen ein bisschen mehr Bronze mit und steigern da jetzt unsere Produktion. War ich schon am Hofe zugange? Ja, war ich. Ich habe keine Aktion mehr. Ja, ich vergesse das manchmal. Der Ausbau der Siedlungen, ne, das kann sehr zeitintensiv werden. Man braucht schon so einen groben Plan, was man da baut. Das Gebäude hier. Und da brauchen wir 570. Ne, 590. Oh, das ist nicht viel. Vielleicht handelt noch jemand mit uns. Nicht Bronze. Holz hat keiner mehr, ne? Okay. Wer braucht Nahrung? Keiner. Wer braucht Bronze? Einige. Okay. I speak, others listen. Well, at the very least, I admire your audacity. Hast du 20 Holz? Wow, ist das teuer. Ah, ne, ist doch nicht so teuer. Wir können das fast 1 zu 1 aufwiegen. Wie viel Holz hast denn du? 195, okay. Also so 250 könnte man fast geben. 260, 265, 270. Das würde ich tatsächlich machen. Okay. Schöne Sache. In the name of duty. Ja, nur die Nachbarn, die ich überwältigen könnte, wollen mit mir Friedensverträge machen. Das ist noch nicht so dufte. For Pharaoh's glory. Konföderieren lassen will sich auch niemand. Schön, dann ist es halt so. Dann werden wir jetzt mal schnell hier hingehen und hier... Achso, ich muss es ja noch auf Stufe 3 ausbauen. Wollen wir es beschleunigen? Ne, ist mir zu teuer. Aber wir können das ausbauen. Auf
240. Aber es kostet 355. Na, was wir haben, haben wir, ne? Aber zeig nochmal ganz kurz hier. Ja. Man kann auch hier mal so ein Tempelchen bauen. Die sind auch gar nicht so teuer, ne? Produzieren ja auch zusätzliche Ressourcen, wenn wir die Dinger hier errichten. Und zufriedener werden die Leutchen auch. Geht hier nicht wegen der fehlenden Arbeitskraft, aber sollten wir bald wieder haben. Wie sieht es hier drüben aus? Nee, das geht hier nicht. Wir können es natürlich auch noch behalten, ist auch noch eine Option. Nee, Moment, das ist Nahrung, das ist Quatsch. Ein Punkt plus eins nächste Runde und dann gibt's den Tempel, ne? Okay, dann machen wir das so. Bauen wir da nächste Runde den Tempel aus. Und das Ding bauen wir auf 4. 75 Gold kostet es. Ja, dann wart noch. Dann wart noch, weil die anderen Dinger sind günstiger. 344. Aber vielleicht müssen wir wieder sparen. Ah, Leute, ne? Das ist so ein teurer Spaß. Und hier sparen wir auf 5 Bevölkerung, weil dann holen wir uns nämlich hier da dieses Gebäude hier. Kostet 50 Gold, ist aber okay. Vielleicht gibt es noch jemanden. Gibt es jemanden, der Gold hat? Es gibt ein paar, ne? Bierschäber. Ja, wie viel Gold hast denn du herzugeben? 1000, okay. Gut, jetzt schauen wir mal. Aber ich glaube, okay, 117 Gold ist okay. Surprise! Weil ein bisschen Gold brauchen wir, falls wir dieses Amt kaufen müssen. Also wenn wir ihn aus dem Amt rausgepusht haben, dann kann es sein, dass man dieses Amt kaufen muss. Und dann ist es gut, wenn man so 500 Paar und Ding sich Gold übrig hat. Also dann, komm, unsere Hauptprovinz einmal ausbauen für viel, viel Arbeitskraft. Oder heben wir es noch auf? Ne, wir haben es auch für Nesto. Ja, plus eins in zwei Runden. In zwei Runden und dann bauen wir das Ding hier aus auf die Stufe. Ja, 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 so machen wir das. Okay, okay, okay. So wird ein Schuh draus. Skill Points. In the name of duty. Günstigere Einheiten unterhalt bitte. Und hier, bitte. Wen habe ich nicht bewegt? Dich. Ah, da ist er. Da ist er, da ist er. Genau. Und der muss Einheiten rekrutieren für mich. Hier, hol dir da mal das. Einmal beten. Dann gibt's. Ne, war gar nicht gebetet, ne? Oder? Ne, doch, es war gebetet. Okay. Da unten. Ja, das ist ein bisschen weit weg, dieser Handelsposten. Wir laufen noch einmal, wo brauchen wir zusätzliche Unterstützung? Bogenschützen könnten wir da oben noch gebrauchen, tatsächlich. Wir schauen mal, es ist nicht so wild. So, dann haben wir hier nochmal zusätzliche Einheiten, hier haben wir zusätzliche Einheiten. Und hier oben werden wir dann bald auch zusätzliche Einheiten haben, das ist ja eigentlich dann ganz gut. Und die anderen Sachen, die beenden wir mal kurz. Naja, der greift uns an. Aber das würden wir sowas von locker gewinnen. Dass wir es automatisch machen. Wir nehmen die Einheitenverstärkung mit. Ich will nicht, dass der Hauptmann so viel Verschleiß hat. Frieden machen wir mit dem auf gar keinen Fall, denn den haben wir so gut wie erobert. Sehr schön. For the gods. Einheitenunterhalt. Sag mal noch, wie hoch ist das mit der Zufriedenheit? Minus 8. Ja, lauf nochmal zurück. Nimm zwei Schleuderer mit. Ein paar Fernkämpfer brauchen wir. Wobei Schleuderer tatsächlich sehr schlecht gewertet werden in den in diesen Autoschlachten. Noch zwei Einheiten da unten. Also er wird versuchen, unsere Tempel und sowas hier anzugreifen, nicht wahr? Macht aber nichts, wir können eh eine Runde warten. Muss auch ganz kurz schauen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Tempel und wir brauchen ein Gebäude für keinen Wüstenverschleiß. My blade is keen. Ja, wir könnten jetzt mit ihm hier hinlaufen, aber lauf mal nach Pell. Thank you, civilization. I am unmatched. Wie lange geht das? Noch drei Runden, das passt. Ready for battle. Du läufst dahin. Eager to fight. You will all rekrutieren mal zwei Bogenschützen. For Egypt. Jawohl. Ich glaube, wir haben hier fertig rekrutiert, können das Gebäude abreißen.
I serve Egypt. Divine ones. Ja, geh hier nochmal beten. Hol dir hier die Bewegung. Und hol dir hier den Einheitenunterhalt. Da gehen wir dann nächste Runde hin. Und dann müssen wir nochmal zwei Bogenschützen mitnehmen. Die Auseinandersetzung mit Menepta, die wird nicht mehr so lange auf sich warten lassen. Aber hier, wenn wir jetzt schnell Rakett erobern. Und jetzt müssen wir mal ein bisschen, auf die Einheitenverstärkung achten. Die Einheitenverstärkung gibt es hier tatsächlich und das ist doch super. Dann können wir das nämlich hier direkt so lassen. Hier gibt es günstigere Rekrutierung, das brauchen wir aber nicht. Das ist nicht so entscheidend. Wichtig ist, dass wir hier nochmal gucken. Ja, ich glaube, wir sollten eigentlich dann hier dieses Gebäude nochmal ausbauen. Wir haben 4 Punkte Bevölkerungswachstum übrig. Ein Tempel für 2. Na, das ist es, glaube ich, nicht. Also wir bauen das hier lieber aus. Haben noch einen Punkt. Wir können auch noch... Man sonst immer gerne Punkte, die zusätzliche Arbeitskraft bringen. Wie zum Beispiel dieses Gebäude hier. Das ist gar nicht so schlecht. Beyond compare. In the name of duty. Ja, du darfst auch gerne noch einmal in Gewaltmarsch hier drüben hin zu diesem Handelsposten. Diese Außenposten geben 50% verbesserte Hinterhaltschancen. Das ist tatsächlich ein ziemlich mächtiger Vorteil. Frage ist, um wen kümmern wir uns als nächstes? Also diese Provinz hier zu kontrollieren wäre ganz schön. Allerdings bringt uns das auch in Auseinandersetzung mit den... Ja, nepp, das ist schon niedergerissen. Oder es war schon von Anfang an niedergerissen. Es bringt uns auch eine Auseinandersetzung mit diesen nomadischen Stämmen hier in der Wüste, die dann ankommen. Also da muss man auch so ein bisschen aufpassen. Ja, lauf mal zurück. Ja, lauf mal hier hin zurück. Ja, schauen mal, dass wir Kemar noch erreichen. Und dann dort noch einen Tempel errichten. Das macht es auf jeden Fall erstmal nochmal ein bisschen einfacher. Vielleicht verzichten wir hier auf diese... die vollständige Provinz. Es gibt hier nochmal Stein. Weil wichtiger wäre nochmal, dass wir Holz bekommen. Da gibt es leider hier in der Ecke relativ wenig. Ne? Also Nahrung und so, die ist hier in rauen Mengen vorhanden. Aber was wir eigentlich brauchen, das ist Holz. Das ist noch so ein bisschen unser Problem. Wir haben 2 Aktionen am Hof übrig und wir sind jetzt bei 97%. Ich glaube, da packen wir nichts mehr zusätzlich rein. Das genügt mir soweit. Wir wollen hier noch einmal gossipen. Und wir wollen noch mal gossipen. Wir können auch noch mal einen zusätzlichen Bonus hier rausholen. 60 Punkte haben wir jetzt hier übrig. Da können wir uns gleich mal ein bisschen Gold sichern oder noch mal zusätzliche Einheiten, wenn wir das brauchen. Noch ein Skillpunkt bei Tepeti. Ausrüstungsgegenstände gibt es für ihn leider nicht. Das ist aber soweit erstmal in Ordnung. Und was hast du? Called by fate. Ja, da sind wir aber soweit eigentlich parat. Die Gebäude hier bauen wir. Nächste Runde beschleunigen wir den Bau. 236 Gold ist mir zu teuer. Ah, vielleicht beschleunigen wir es auch übernächste Runde. Das hier brauchen wir gar nicht zu beschleunigen. Da kriegen wir schon plus 18 auf die Zufriedenheit. Aber wir haben noch ein bisschen was an Ressourcen übrig. Hier warten wir noch eine Runde. Hier haben wir alles ausgebaut. Oh, hier den Schmugglermarkt. Und dann geht da nochmal ein Haufen Holz für drauf, aber dann ist das halt so. Und meine Frage, brauchen wir noch einen General? Brauchen wir noch einen General? Ich würde fast sagen, ja. Eigentlich brauchen wir noch einen. Mag ich alles nicht. Dann nennen wir ihn hier mit den... Proud son of Egypt, we will gather strength.
der Kareppe, der kann einen Bogen mitnehmen. So, was haben wir jetzt noch übrig? Siedlungsupgrades und so weiter. Passt. Es geht in großen Schritten zur Einheit Ägyptens voran. Er plündert jetzt hier ein bisschen diese Siedlung, das ist aber gar nicht so schlimm. The flesh is weak. But the soul of a pharaoh lives on for eternity. Das ist ja eigentlich jetzt auch ein ganz guter Moment, um nochmal hier eine Auswahl zu treffen. Hahaha, das machen wir so für plus 2000. Das ist einfach so viel Holz, das brauchen wir unbedingt. Und 10 Runden Zeit, das schaffen wir schon irgendwie. Also da, für Holz, da gehen wir buchstäblich über, ne? Ihr wisst schon. Und hier oben ist ja auch gar nicht so weit weg. Was machen wir mit dem Typen? Um den müssen wir uns eigentlich nicht kümmern. Aber es könnte trotzdem ganz sinnvoll sein, dass wir uns um ihn kümmern. Aber wir sollten das dann halt so machen, dass wir trotzdem hier bei Shechem weiterhelfen können. Diese Sache tritt ja auf, wenn man den Menepta besiegt, passiert das normalerweise. Und es könnte tatsächlich sein, dass der jetzt hier schon gestorben ist und dass das deswegen kam. 3 Runden haben wir noch Zeit, um auf den Zug aufzuspringen. Um es mal so zu sagen. Und dann sollten wir das vielleicht auch tatsächlich tun. Denn also uns fehlt tatsächlich nicht viel für eine erfolgreiche Beanspruchung der Krone des Pharao. Ich würde sagen, wir holen uns nochmal. Gib mir einen Moment Zeit. $270 ist mir eigentlich zu teuer. Okay. Wir haben noch 2 Runden Zeit. Surely this empire will last 1000 years. Wir holen uns die Söldner. Und wenn wir nochmal gossipen, reicht's nicht. Wenn wir hier nochmal gossipen, dann wird's wahrscheinlich auch nicht reichen. Wir gossipen zweimal, holen uns die zusätzliche Aktion. Dann kriegen wir 3 Aktionen, dann gossipen wir zweimal und dann reicht's nicht. Das ist schade. Wir können, weil wir hier zweimal gossipen müssen sozusagen, ne? Wir können... Der kommt mir irgendwie ein bisschen bekannt vor, der Typ. Wer ist denn dieser Schatzmeister? Ist ein bisschen merkwürdig. Okay, aber machen wir es ein bisschen anders. Wir gehen hin und machen nochmal hier diese, wir gossipen nochmal hier. Wir machen das jetzt mit dem Vizekönig von Kusch. Und jetzt ist meine Frage, wo brauchen wir die Einheiten am dringendsten? Ich würde sagen, wir brauchen sie eigentlich hier.
Das war nicht das große Problem. Günstigerer Unterhalt ist da. Öffentliche Ordnung nur bei minus 6, das geht tatsächlich. Und dann latschst du mal hier hin. Nimmst nochmal zwei Schleuderer mit. Dann bringen wir gleich unsere Armeen in Stellung. Denn die Auseinandersetzung mit Manepta ist die erste. So werden wir das machen. Das ist knapp an der Kante, ne? Wir holen ja alles irgendwie aus unseren Siedlungen raus, was irgendwie rauszuholen ist, ja. Das Gute ist, dadurch haben wir noch eine sehr hohe Prosperitätsstufe. Und wir haben tatsächlich auch noch Zeit, bis die Seevölker kommen. Ich bin hier erstmal ganz guter Dinge. 74 Punkte Legitimität ist auch tatsächlich sehr, sehr viel. Also wenn wir noch einmal, wenn wir einmal hier auf die Macht der Krone gucken, dann sehen wir, nee, da ist er noch. Da ist er tatsächlich noch. Oder ist er verwundet worden und deswegen kam das? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, wir haben die höchste Legitimität und sollten den Bürgerkrieg beitreten. Das sollten wir eigentlich machen. Sehen wir im nächsten Teil. Bis dann, macht's gut. Pax Vobiscum, Valete.